Škoda verkauft immer mehr Autos in sämtlichen Märkten rund um den Globus. Alleine in Deutschland haben die Tschechen im ersten Halbjahr trotz der allgemeinen Kaufzurückhaltung 3.200 Autos mehr verkauft als im Vorjahreszeitraum. Dabei dürfte auch das zunehmend sportlichere Image eine entscheidende Rolle gespielt haben, denn Škoda hat einige Lorbeeren errungen. Der erst kürzlich vorgestellte Fabia R5 ist inzwischen national und international zu einem echten Siegerauto gereift. Mit dem neuen Rapid Spaceback Monte Carlo hat man ein Auto auf die Räder gestellt, das besonders sportlich orientierte Kunden ansprechen soll. Wie es der Name Monte Carlo schon verrät, orientiert sich sein Design an Elementen aus dem Rallye-Sport. Dazu gehören zum Beispiel die schwarzen 16 Zoll Aluräder, der ebenfalls schwarze Heckspoiler, dunkle Rückleuchten und der Heckstoßfänger, der einem Diffusor nachgebildet wurde. Das Tüpfelchen auf dem i sind die schwarz getönten hinteren Seitenscheiben und die verlängerte Heckscheibe, die selbstverständlich auch getönt ist. Zwar haben die wenigsten Rallye-Autos ein Panorama-Glasdach an Bord, doch beim zivilen Rapid ist das eine der beliebtesten Optionen. Im Sondermodell Monte Carlo ist diese allerdings serienmäßig verbaut. Der Rapid Spaceback Monte Carlo kommt auf Wunsch mit 90 bis 125 PS vorgefahren. Mit dem Modelljahr 2016 erfüllen die drei Benziner- und zwei Dieseltriebwerke nun die Euro 6-Norm und sind auch sparsamer als die Vorgänger. Serienmäßig sind Stopp-Start-Automatik und Bremsenergie-Rückgewinnung an Bord. Wer mag, kann nun das 7-Gang-DSG-Getriebe ordern. In Sachen Sicherheit überlassen die Tschechen nichts dem Zufall. Eine große Zahl modernster Assistenzsysteme sorgt für eine vorbildliche Sicherheit. Auch beim Thema Sicherheit haben wir beim Modelljahr 2016 ordentlich zugelegt. Serienmäßig verfügt der Rapid Spaceback über eine Multikollisionsbremse. Das bedeutet, dass eine Folgekollision nach einem bereits geschehenen Unfall verhindert wird, indem das Auto aktiv abgebremst und in der Fahrspur gehalten wird. Optional neu beim Modelljahr 2016 ist die Müdigkeitserkennung, die verschiedene Parameter ausliest und den Fahrer ermahnt, eine Pause einzulegen. Und was wir hier jetzt sehen, ist der Frontradarassistent mit City-Notbremsfunktion. Das ist wirklich das Highlight beim neuen Rapid Spaceback. Das bedeutet, dass das Auto den Fahrer vor zu geringem Abstand nicht nur warnt, akustisch, genauso wie visuell, sondern auch den Wagen gegebenenfalls aktiv herabbremst, gegebenenfalls bis zum Stillstand. Im Innenraum gibt sich der Spaceback Monte Carlo zum einen gewohnt großzügig, wenn es um das Platzangebot geht. Die Sportsitze, die Edelstahlpedalerie, das Sportlederlenkrad und der Schalthebel mit roten Ziernähten sorgen auch im Cockpit für sportliches Ambiente. Das Infotainment-Angebot ist auf dem aktuellen Stand der Technik und lässt keinerlei Wünsche offen. Im Jahr 2013 stellte Škoda den Rapid der Öffentlichkeit vor. Seitdem hat er mehr als 500.000 Käufer begeistert. Mit dem Sondermodell Monte Carlo dürften sich noch etliche Fans mehr finden, die auch oft zum ersten Mal einen Škoda wählen. Nach dem Octavia ist der Rapid inzwischen die zweitstärkste Baureihe der Tschechen geworden.